Willkommen zurück zu Let's Play Halo 4. Wir haben gerade den zweiten Geschützturm-Satelliten irgendwas abgeschossen und jetzt haben wir hier ein großes Aua. Toll, wie kriege ich denn da Munition? Lauf zur Munition. Immer zur Munition laufen. Verstärkungen! Halten Sie sie auf! So, ich könnte hier. Komm da wieder. Das Schiff geht über der Hochebene nieder. Es gibt einen Gravlift in den Bauch des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. Gut. Sag das doch gleich. So, wo ist dann der Kraftlift da? Ich fliege! Hier eigentlich auf die richtige Seite. Nee, doch. Hier muss ich hinschießen. So. Ich lande! Gut, dass ich Jetpack dabei habe. Hopp. Wir sind wieder da. Wo fliegt der jetzt hin? Ich häng da schon wieder. Chief, für ein Weilchen wurde sie ein wenig brenzlig.
Ich hab's mitgekriegt. Nesky, die Infinity. Statusbericht. Mammoth in üblem Zustand, Sir. Er könnte es bis ins Zielgebiet schaffen, falls niemand anfängt, uns mit Steinen zu bewerfen. Ein zu hohes Risiko. Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus, damit sie den Gravitationstrichter erreichen. Verstanden, Sir. Ausrücken, Gypsy. Shadow Company, Castle Company. Machen Sie Druck auf die anderen Kanonen. Castle hört laut und deutlich. In Stellung. Bereit zur Unterstützung. Shadow-Anführer an Infinity. Feindlicher Luftkontakt. Starke Feindkonzentration an den Stellungen. Ich sehe okay, nichts. Das Gelände um die Nebenflüsse ist zu unwegsam. Angriffstrupp, zurück zum Mammoth. Jeder, der nicht an Bord ist, wird zurückgelassen. Okay, macht ihn dicht. Mammoth unterwegs. Sie sind denen egal. Die haben sie ersetzt. Verdammt. Schon okay. Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Chief, verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert? Dann shit happens. 117, hier Lasky. Ja, Commander. Der weitere Weg ist komplett blockiert. Das war's erstmal für den Mammoth. Der Befehlsstand der Partikelkanone ist am Ende des Grabens. So, allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander. Autsch. Oh, ein Scharfschützengewehr. Ein richtiges Scharfschützengewehr. Ja. Huh. Lass mal doch gleich mal aus. Achtung! Nett. So, da oben ist noch einer. Thank you.
Okay, anscheinend ist der wahrscheinlich hinter einer Glaswand. Ja, das ist tatsächlich eine Glaswand. Und zwar eine unzerbrechliche Glaswand. Ouch. Nein! Nein! Da war das Ende des Levels. Verdammt. So wollte ich doch nicht abtreten. Ich bin zu jung dafür. Ah, die haben mir auch noch gefehlt. So. Weiter im Text. Geht gleich wieder die Muni aus. So, erstmal das hier. Und da hinten, glaube ich, gibt es wieder Munition. Ja, Waffen. Nein, das ist nix. Nein, ouch. Mal gucken, ob hier irgendwo Scharfschützen sind. Nein, gut.
So. Und weiter. Da. Der schießt denn jetzt schon wieder auf mich. Infinity betreten das Blutsväterbauwerk. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. Okay, da geht's nicht weiter. Sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Ah, nett. Hab ich mal eine Drohne gebaut. Tja, wenn es weiter nichts ist. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Dann schauen wir mal, was passiert. Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das ganze System ist automatisiert und sollte es mir eigentlich nicht gestatten, die Kanonen auf sich selbst feuern zu lassen. Eigentlich. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Hier drin ist was. Cortana! Cortana! Tja. Das war's wohl mit Cortana. Sind wir alleine. So allein, ich krieg eine Gänsehaut. Ich krieg tatsächlich eine Gänsehaut. Das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich die Heizkosten nicht gezahlt habe. Oder die Heizung zumindest nicht anhab. Ja, wo geht's denn jetzt lang? So. Ah. Brücke. Gut. Brücke. Weg. Den schauen wir uns im nächsten Video an. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.